Also natürlich war ich ein bisschen enttäuscht, weil er war ein richtig guter und wichtiger Spieler für die Mannschaft, für Galatasaray. Und wir haben gerade ein Titelrennen gegen Fenerbahce. Aber irgendwie bin ich auch glücklich für ihn, weil jetzt hat er eine bessere Chance, in die Nationalmannschaft von Frankreich zu kommen, für die Europameisterschaft natürlich. Und ich hoffe, er zeigt, was er kann hier. Ich bin mir sicher, du hast ihn sehr, sehr oft und häufiger gesehen als ich. Was zeichnet ihn denn aus? Wo ist er denn besonders stark? Also natürlich ist er physisch stark, er gewinnt viele Zweikämpfe und er ist richtig schnell in Flügelposition. Er ist auch offensiv stark und hat auch viele Tore gemacht als rechter Verteidiger für Galatasaray. Also für dich gar keine Frage, dass er jetzt auch in Zukunft in den kommenden Wochen und Monaten hier absoluter Stammspieler wird? Ja, also Bayern sollte ihm auf jeden Fall die Chance geben, zeigen, was er kann und hoffentlich schafft er es. Ja, und der Papa hat dann auch gestern gleich direkt das Bayern-Trikot mit der Nummer 23 geholt. Jetzt hoffst du sicherlich noch auf eine Unterschrift. Bekommt dann das Trikot vom FC Bayern München mit